Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir arbeiten gleich einen frostigen Eiszapfen zusammen, ein super einfaches Design. Ich zeige euch das Ganze auf Press-On-Nails, aber wie immer blende ich jetzt hier einmal den Gewinner der letzten Lilybox ein. Schreibt mir bitte eine Nachricht, die E-Mail-Adresse findest du in der Infobox und auch hier könnt ihr wieder was gewinnen. Also es wird wieder eine Überraschungs-Lilybox verlost. Schreibt mir einen Kommentar, dass ihr mitmachen wollt, gebt mir einfach Input für nächste Videos und schreibt mir auch gerne, wie euch diese Nägel gefallen. Ich zeige das Ganze jetzt einfach auf dem Press-on-Nail. Ihr könnt es natürlich auch auf jeder normalen Modellage machen. Wichtig ist, dass ihr einen durchsichtigen Tipp verwendet oder, wenn ihr mit Schablone arbeitet, eine durchsichtige Verlängerung arbeitet. Durchsichtig muss es sein. Dann nehmen wir hier ein bisschen Frischhaltefolie und legen dann auch schon los. Und zwar wirklich mit dem frostigen Untergrund. Und zwar nehmt ihr einfach einen Versiegler. Ich nehme einen ohne Schwitzschicht. Das solltet ihr auch tun, damit da später der Dreck nicht irgendwie an der Schwitzschicht oder so kleben bleibt. Und dann wird der von unten aufgetragen. Je länger die Nägel sind, desto mehr kommt der Effekt natürlich raus. Dann nehmt ihr euch die Folie und drückt die von unten an den Nagel dran. Macht da ruhig so ein paar Falten rein. Je mehr Falten man hat, desto stärker ist dann auch der Effekt. Mal von oben gucken, wie das Ganze aussieht. Dran drücken. So in etwa. Und dann lasst ihr das Ganze aushärten. Ich schiebe mir das nochmal so ein bisschen zurecht. Und dann geht's ab in die Lampe damit. Nach dem Aushärten kannst du das Ganze vorsichtig ablösen. Und es kam auch schon manchmal die Frage, ob das irgendwie störend ist, dass das von unten so ein bisschen krisselig ist. Also ich persönlich empfinde das nicht so. Also mich stört es überhaupt nicht, dass das von unten nicht so gleichmäßig ist. Aber ich muss sagen, ich finde das Ergebnis noch nicht so cool. Ich trage jetzt einfach noch mal ein bisschen Versiegler auf und wiederhole das Ganze. So, und genau so soll das Ganze aussehen. So finde ich es jetzt perfekt. Ich buffer jetzt den Nagel an und kann mir mein Design gestalten, wie ich möchte. Aber im Grunde ist das schon der ganze Zauber, wie du so ein Design arbeiten kannst. Ich habe jetzt eine Sache, die ich ganz gerne ausprobieren möchte. Aber zuallererst werde ich etwas Cover verwenden. Ich nehme jetzt eins unserer Rubber Base Gel. Das ist die Farbe Cotton. Ich arbeite gleich auch mit Pigmenten. Ich will die Spitze so ein bisschen farbig haben. Da arbeite ich dann einfach ein Clear Design drüber. Einmal erst ein bisschen Cover. Das sind ja Press-on-Nails. Ich arbeite das Ganze jetzt auch nicht zu dick. Ich möchte nicht, dass der Nagel zu ungleichmäßig wird. Ich möchte nur das Ganze hier so ein bisschen abtönen. Aber ich möchte ja auch nicht nochmal feilen müssen. Also wirklich nur ganz dünn. So, ich wollte ja so die Spitze blau einfärben. Ich trage mir jetzt so ein bisschen Gel hier auf meine Mischpalette auf und nehme mir unser Farbgel Forbidden. Das ist so ein ganz dunkles Blau. Ich würde jetzt einfach eine Volltonfarbe nehmen, kein Schimmer. Und da nehme ich jetzt ein kleines bisschen, das könnte schon zu viel sein, ein kleines bisschen rein und rühre das unter. Und das kommt gleich ganz dünn auf die Nagelspitze drauf. Mal gucken, wie das aussieht. Keine Ahnung, ob mir das gefallen wird. Wirklich, aber das ist aber ganz cool. Ganz dünn drüber. Dann lassen wir das aushärten. Dann sieht es einfach nochmal so ein bisschen eisiger aus. Hier könnt ihr jetzt natürlich jede Farbe nehmen, auf die ihr Bock habt. Das ist das Coole, da seid ihr ganz frei. Und das härten wir aus. Schaut mal, sieht wirklich aus wie ein Eiszapfen. Ich muss sagen, es gefällt mir jetzt schon richtig, richtig gut. Ich nehme jetzt einfach mal noch einen dünnen Pinsel und mache gleich mal mit der Farbe Forbidden weiter und setze mir hier jetzt einfach so eine geschwungene Linie drauf. Ihr könnt ja natürlich auch Schneeflocken, wenn ihr solche Inlays oder so habt, die könnt ihr jetzt sehr schön einsetzen. Das finde ich gerade auch extrem cool. Auch so ein richtig schöner Blauton, Volltonfarbe. So. Und das härten wir gleich auch einmal aus.
Dann dachte ich, nehmen wir einfach mal dieses Gel. Ich habe übrigens noch einen zweiten Streifen gemacht aus der aktuellen Linibox. Ich weiß gerade gar nicht so richtig, wo die Reise bei mir hingehen soll bei dem Design. Ich mache jetzt einfach irgendwas. Ich teste. Zwischen diese beiden Striche mache ich jetzt einfach so ein bisschen was von diesem Hologel. Das hat ja auch nochmal irgendwie was Eisiges. Noch überlegen, einen von unseren Reflective Shellacken zu nehmen. Die kann man natürlich auch nochmal über das Blau setzen. So, hier unten stört mich das so ein bisschen, dass so ein bisschen durchscheint. Da setze ich jetzt auch einfach so ein bisschen Glitzer drüber, so ein bisschen wie ein French sieht das dann aus. Hat doch irgendwie was. So, ups, das wollte ich nicht. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst ihr es aus. Ich glaube, ich übertreibe es gerade ein bisschen. Ich habe hier jetzt Reflective Shellac Nummer 4 genommen. Das ist das dunklere Blau, wenn wir noch einen helleren Blauton. Und ich toppe jetzt einfach nochmal den blauen Streifen damit. Und dann wird das natürlich im Blitzlicht extrem cool aussehen. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wo die Reise hingeht mit dem Design. Also wie das Ganze an sich funktioniert. Abwandeln kann man das total gut. Ich finde es sehr einfach, sehr wirkungsvoll. Auf jeden Fall eine coole Sache. So, jetzt kommt das nochmal drüber, wird ausgehärtet, versiegelt und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal genauer an. Natürlich ein Design, das einfach im Blitzlicht total genial aussieht. So sieht das Ganze nach dem Versiegeln aus und ich habe jetzt extra mal Blitzlicht angemacht, damit ihr sehen könnt, wie schön das einfach funkelt und wie frostig und eisig das aussieht. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ihr könnt es komplett abwandeln. Ihr könnt hier so viele Designs zaubern. Das ist jetzt wirklich ganz simpel. Ich hoffe, dass das eine kleine Inspiration für euch ist. Wenn ihr Designs damit macht und irgendwie bei Insta oder so postet, verlinkt mich gerne. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, macht auf jeden Fall bei der Verlosung mit. Und ja, es würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ciao!